Wir haben als Kinder oft genug da gesessen und haben gebastelt und haben irgendwelche Bildchen ausgeschnitten und die aufgeklebt und ja, das soll mein Traumberuf sein und so weiter. Warum machen wir das heute nicht mehr? Veränderungen kommen nicht von allein. Wenn man sich selbst nicht verändert, dann verändert sich nichts. Als meine Mutter zu meinem ersten Seminar kam, hat sie vor Freude geweint. Darüber, dass ihr Sohn seinen eigenen Weg geht. Das war immer mein Ziel, dass ich Familie und Karriere vereinbaren kann. Und dann hat sich das so entwickelt. Das ist für Familien genial, also wirklich. Und das ist das Tolle bei LR. Und dann kam auf einmal dieser fremde Mensch in unser Leben. Und habe ich gefragt, ja, um was geht's denn da? Kosmetik. Dann habe ich sofort reagiert, ja, was soll ich denn damit anfangen? Na, mein Beruf ist gelernter Möbelschreiner, ein Holzmechaniker. Eine Viertelstunde später, da bin ich an ihn herangetreten und habe gesagt, er kann mir ja mal seine Visitenkarte geben. Ich hatte eine riesige Sehnsucht, unternehmerisch tätig zu werden. Und plötzlich trat LR in mein Leben. Und nach 4 Jahren hat sich alles für mich verändert. Ich habe mir meine erste eigene Wohnung gekauft, das erste Haus, das erste Auto. Also eine Kehrtwende um 1000 Grad. Einfach gesagt, aus einer armen Mutti ist auf einmal eine gut verdienende Frau geworden. Wir haben es wirklich mit unzähligen Menschen zu tun, über alle Stufen, heute angefangen, vielleicht ein bisschen Hobby, bis hin zum absoluten Superprofi. Wenn man dann Monate, Jahre später die Leute wieder sieht, wenn man sie dann auf einer Bühne ehrt, das macht einen stolz. Ich glaube, dass der Direktvertrieb prädestiniert ist für exzellente Produkte. Wir bauen ja auf eine langfristige Kundenbeziehung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie an der Stelle gut performen und exzellente Produkte haben. Das Deutsche darin ist sehr, sehr gut, wird auch überall sehr geschätzt. Ne, dieser Faktor Made in Germany. Selbst unsere Lieferanten zum Beispiel nach dem großen Erfolg unseres Cleansing-Devices, was die Bürste angeht, haben uns angerufen und uns dazu gratuliert. Die sagen, Mensch, also daran müssen wir uns orientieren. Genau, ich kann das nur unterstützen. Gerade an diesem Produkt sieht man halt auch, wie innovativ und wie interessant die Arbeit bei LR ist. Wenn ein Produkt nicht gut wäre, wäre das relativ schnell wieder erledigt. Deshalb sage ich auch, dass ich nicht verkaufe, sondern ich empfehle ja nur das, was ich selber nutze. Und das gebe ich einfach weiter. Das ist die einfachste Art. Also ich glaube, das ist eine neue Art, wie Menschen heutzutage leben, wie sie ihre Freizeit gestalten, wie sie Geld verdienen. Sei es durch die Produkte oder durch das Geschäftskonzept. LR bietet jedem eine Chance, der sie nutzt und der das möchte und mehr draus macht. Wir sollten uns viel mehr von dem erhalten, was wir noch so als Kinder gemacht haben. Diese Leichtigkeit, diese Freude am Tun an sich, das ist so ein ganz großes Thema, was hier in dem Geschäft einfach möglich ist.